Ja, herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Der innere Schweinehund ist ein Gewohnheitstier, wie Rituale das Lernen erleichtern. Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite als Beraterin im Studiencoaching im ZFPK. Wenn Sie Fragen haben rund um die Angebote des Studiencoachings, können Sie gerne einen Blick in unseren Flyer werfen oder mich gerne auch im Anschluss auch noch einmal ansprechen. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema Gewohnheiten und Rituale interessieren. Und vielleicht haben Sie selber schon gemerkt, dass Gewohnheiten auch in Ihrem Leben eine große Rolle spielen. Und tatsächlich, wenn man sich so unseren Tagesablauf so anschaut, merkt man doch, dass eine ganze Menge von unseren alltäglichen Handlungen auf Gewohnheiten beruht. Eine Studie hat mal gemessen, dass das tatsächlich so auf 40% unserer alltäglichen Handlungen zutrifft. Es fängt schon an, morgens beim Wecker klingeln mit der Frage, stehe ich sofort auf oder wie oft drücke ich noch auf die Schlummertaste. Das geht weiter mit erst frühstücken oder erst duschen, in welcher Reihenfolge ziehe ich mich an, wann gehe ich aus dem Haus, welchen Weg wähle ich auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit, schnalle ich mich an im Auto oder nicht, kaufe ich mir noch einen Coffee to go oder nicht. All das sind Gewohnheiten. Ja, und wir alle haben Gewohnheiten, wo wir denken, oh, die sind gut, die sind förderlich, und andere, über die wir uns vielleicht eher ein bisschen ärgern. Und dann gibt es auch noch Gewohnheiten, ja, die wir gerne hätten und wo wir uns fragen, wie wir uns die gut aufbauen können. Ja. Ob man jetzt an der Stelle von Gewohnheiten oder Routinen oder Ritualen spricht, ist tatsächlich erstmal nebensächlich. Manche Autoren machen da Unterschiede und sagen, dass Gewohnheiten eher so diese Kleinigkeiten sind, die wir so machen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, und Routinen eher so größere Handlungsabläufe sind. Also zum Beispiel so diese morgendliche Routine. Ja. Rituale kennt man so aus dem familiären Kontext oder auch aus dem religiösen Kontext, aber es kann auch ganz anderes hinter Ritualen stecken. Und oft ist es so, dass ein Ritual etwas ist, was man sich eher bewusst gesucht hat und einen bestimmten Zweck erfüllt. Was manche Studierende zum Beispiel haben, ist ein spezielles Prüfungsritual. Also, dass sie sich überlegt haben, wie möchte ich so den Morgen verbringen an einem Tag, an dem ich später noch eine Prüfung habe. Manche sagen, sie haben so zum Beispiel ein bestimmtes Frühstück, was sie sich zubereiten, oder einen bestimmten Weg, den sie wählen zur Uni, dass sie nochmal anhalten, vielleicht nochmal einen Spaziergang machen, irgendwas Spezielles noch dabei haben, Glücksbringer etc. Genau, und so Gewohnheiten, Rituale sind zum einen Dinge, die uns ja Denkarbeit abnehmen, weil wir es immer wieder aufs Gleiche machen, oder die uns in gewisser Weise auch Sicherheit geben. Ja. Genau. Und so im Ablauf kann man sich das so vorstellen, dass man ja so einen auslösenden Reiz hat, eine bestimmte Situation, die eintritt, und man daraufhin sozusagen auf seine Gewohnheit zurückgreift und das in irgendeiner Weise einen belohnenden Effekt hat. Also zum Beispiel, man wurde kritisiert und man denkt, ich brauche jetzt erstmal irgendwie was Süßes, um mich zu beruhigen, und gleich fühlt man sich besser. Vielleicht haben Sie die Idee, dass Sie sich gerne eine Gewohnheit aufbauen möchten, auch um besser ins Lernen zu starten oder wenn Sie das Lernen beginnen, dort besser reinzukommen. Und wenn Sie vielleicht die Coffee Lecture gehört haben zu smarten Zielen oder zu 10 Minuten gegen Aufschieben, dann wissen Sie schon, dass es so bei Zielsetzung wichtig ist, dass man sich zum einen was Positives vornimmt, also sich möglichst konkret überlegt, was ist das, was ich tatsächlich erreichen möchte. Und auf der anderen Seite, dass man sich etwas sucht, was möglichst klein ist. Also lieber mit einer kleinen Gewohnheit starten, ich sage immer so eine, die nicht wehtut, eine, die man möglichst leicht umgesetzt bekommt. Das kann zum Beispiel in Bezug auf das Lernen sein, dass man sich vornimmt, dass man am Tag 5 Karteikarten wiederholt. Das ist eine relativ kleine Aufgabe, die kann man vielleicht in 3 Minuten bewältigen. Aber wenn man sozusagen das jeden Tag machen würde, dann könnte man darauf noch weiter aufbauen und das hätte einen Effekt, das über längere Zeit zu machen. Ja. Und Sie sollten sich anschauen, was das Ziel ist, was Sie damit erreichen möchten. Und das soll ein Ziel sein, was für Sie ja sehr erstrebenswert, sehr positiv ist. Zum Beispiel die Vorstellung, wie Sie am Tag der Prüfung darauf zurückblicken können, an wie vielen Tagen Sie tatsächlich was gemacht haben und das Gefühl haben, dass Sie dieses Mal ja wirklich gut vorbereitet sind. Ja. Das heißt, bei neuen Gewohnheiten zum einen sich anzuschauen, möglichst konkret, was ist das, was ich zur Gewohnheit machen möchte, und zum anderen mir ein Ziel zu suchen, von dem ich wirklich auch sehr überzeugt bin. Ja, vielleicht haben Sie in der Vergangenheit schon mal versucht, sich eine alte Gewohnheit
diese abzulegen und haben gemerkt, boah, das ist richtig schwierig. Und das ist tatsächlich auch. Es ist sehr viel leichter, sich etwas Neues anzugewöhnen, als etwas Altes sein zu lassen oder auch auf eine alte Gewohnheit aufzubauen. Also etwas, was sie sowieso schon machen und da so eine Kleinigkeit zu verändern. Das heißt, Sie sind eingeladen, mal so zu beobachten, welche Gewohnheiten haben Sie schon so im Laufe des Tages, vielleicht auch in Bezug auf das Lernen, welche Routinen gibt es da schon und an welcher kleinen Stellschraube möchten Sie ja etwas verändern und auf der anderen Seite, was soll genauso bleiben, wie es ist. Wenn Sie sich zum Beispiel nochmal angucken, diese Idee, regelmäßig die Karteikarten zu lernen, können sich zum Beispiel überlegen, an welchem Ort, zu welcher Zeit könnte das sinnvoll sein. Was ist zum Beispiel ein Ort, den ich schon mit Lernen verbinde? Jetzt sind Sie alle hier in der Bibliothek, also vielleicht ist dieser Ort für Sie ein Ort, der sowieso schon sehr eng mit Lernen verbunden ist und somit könnte diese Bibliothek ein guter Ort sein, zu sagen, zum Beispiel, immer wenn ich hier reinkomme und meine Sachen in den Spind stelle, dann nehme ich nochmal gerade die Karteikarten aus dem Rucksack und gehe sie hier direkt durch, so in diesem Kontext. Oder Sie sagen, wenn ich nach Hause komme am Nachmittag, dann nehme ich sie mir dann immer raus und gehe sie dann durch. Das heißt, Sie können sich überlegen, was ist ein passender Ort, was ist so eine passende Zeit auch, von der Uhrzeit, vom Tagesrhythmus her, was könnte passen. Andere Personen spielen vielleicht eine Rolle, brauchen Sie eher Ruhe, brauchen Sie vielleicht die anderen, die Sie mit motivieren oder die so ein bisschen Gesellschaft leisten oder was ist so ein guter emotionaler Zustand? Also wenn Sie zum Beispiel genau wissen, wenn Sie um 16 Uhr nach Hause kommen, dann sind Sie eigentlich erschöpft oder genervt vom Tag und brauchen erstmal eine Pause, dann ist das vielleicht nicht der passende Zeitpunkt am Tag. Aber vielleicht sagen Sie auch, so meine Routine ist, wenn ich nach Hause komme, ich koche mir erstmal einen Tee und entspanne mich so ein bisschen und dann kann man es vielleicht daran dran knüpfen. Also immer wenn etwas Bestimmtes eingetreten ist, wenn ich etwas Bestimmtes gemacht habe, was ich sowieso mache, dann mache ich danach auch meine neue Gewohnheit. Ja, sich Gewohnheiten so anzutrainieren, kostet am Anfang tatsächlich so ein bisschen Zeit, ein bisschen Überwindung und deswegen kann es Sinn machen, sich sowas wie Stolpersteine zu suchen. Also irgendwas, was mich immer wieder daran erinnert, was so meine neue Gewohnheit sein sollte. Das kann ein Post-it sein, der irgendwo klebt, wo ich auf jeden Fall dran vorbeiläufe. Das kann auch eine Erinnerung sein im Handy. Das kann irgendwie ein Gegenstand sein, an dem ich vorbeikomme, der mich daran erinnert. Und so, dass wir es ein bisschen leichter haben, dass wir es nicht aus reinem Vergessen nicht umsetzen. Ja, Rituale zum Lerneinstieg habe ich noch aufgeschrieben, weil ich da tatsächlich schon vieles gehört habe von Studierenden, was sie so machen, um so diese Lerneinheit gut zu starten. Manche sagen, ich koche mir nochmal eine Kanne Tee und während ich so warte darauf, dass das Wasser heiß wird, währenddessen stelle ich mich so darauf ein, dass es gleich an den Schreibtisch geht und dann stelle ich mir dann noch meine Kekse hin oder ich wische nochmal mit einem Lappen über den Schreibtisch, damit ich es irgendwie für mich angenehm habe. Oder ich höre nochmal ein bestimmtes Lied, was ich so damit verbinde, jetzt wach und aktiv zu sein und auch gute Laune zu haben. Also sagen, sich gut zu fühlen spielt durchaus eine große Rolle bei Gewohnheiten. Dann würde ich Ihnen noch empfehlen, das irgendwie zu visualisieren, sich irgendwie deutlich zu machen, dass Sie weitergekommen sind. Zum Beispiel ganz einfach mit einem Kalender, in dem man jedes Mal so ein rotes X macht, wenn man es umgesetzt hat. An einem Sonntag habe ich ein Smiley eingefügt, weil man ja durchaus einen freien Tag auch definieren kann, dass man von vornherein sagt, okay, an dem Tag, das ist so meine Ausnahme in der Woche, an dem Tag sozusagen habe ich frei davon. Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann darf ich so ein X machen? Und da ist so eine Idee, die ich Ihnen mitgeben kann, so ein Minimalziel zu definieren. Also was ist das Mindeste, was Sie machen müssen, dass Sie sich sozusagen dieses X verdienen? Das kann tatsächlich sein, dass Sie sagen, okay, es reicht mir, wenn ich diese Karteikarten nur in der Hand gehabt habe. Also wenn ich es geschafft habe, ich kam nach Hause und hatte die Karteikarten in der Hand, habe vielleicht gar nicht gelernt und habe sie wieder zurückgelegt. Das bringt Sie natürlich jetzt fürs Lernen nicht so direkt weiter, aber es ist sozusagen das Minimalste, sozusagen, was Sie machen können und was Sie so daran gewöhnt. Okay, wenn ich nach Hause komme, ich nehme die Karteikarten zumindest mal kurz in die Hand und dann kann es leichter werden, daran anzuknüpfen, dass man sagt, gut, dann lerne ich mal die erste oder dann lerne ich auch diese fünf.
Ja, also schauen Sie sich an, jedes Mal, wenn Sie so einen kleinen sozusagen Erfolg hatten, wenn Sie was umgesetzt haben, machen Sie sich eine Markierung, versuchen sich das in irgendeiner Weise bewusst zu machen, sich zu merken und dieses kleine Erfolgserlebnis auch zu nutzen. Also sich kurz darüber zu freuen, auch stolz darauf zu sein. Das ist ja schön, wenn man so eine kleine Kette schon so hat und das kann ja motivieren zu sagen, okay, ja, jetzt will ich aber heute auch das 9. X auch machen und jetzt dann nicht eine Lücke entstehen zu lassen. Ja, und gleichzeitig sollen und dürfen Sie auch geduldig mit sich selber sein. Es ist nicht so leicht, sich was Neues anzugewöhnen und manchmal vergisst man es doch oder man hatte nicht so den Tag und es dauert halt so seine Zeit. Ja, und wenn Sie dazu noch Fragen haben, wie Sie das vielleicht auf Ihre eigene gewünschte Gewohnheit umsetzen können oder wenn Sie andere Fragen haben rund um Lerntechniken, Zeitmanagement, Prüfungsvorbereitung oder anderen Themen, vielleicht auch was gerade nicht so gut läuft im Studium, dann sind Sie jederzeit willkommen, die persönliche Beratung im Studiencoaching zu nutzen. Die ist kostenlos und vertraulich und ja, Sie finden alle freien Termine im StudIP und können sich da mit einem Mausklick einfach einen Termin reservieren. Ja, und dann freue ich mich, dass Sie da waren. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen ganz schönen und angenehmen Tag. Dankeschön.